Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum AfD-Beitrag möchte ich hier gar nichts ausführen, weil die Terminologie, die verwendet wird, und diese Verschwörungstheorien, die auch in diesen Ausführungen steckten, es nicht wert sind. Ja, liebe SPD, wie kommt man eigentlich darauf, ein Jahr nach dem VGH-Urteil zum Bayerischen Integrationsgesetz den Schluss zu ziehen, das gesamte Gesetz brauche es nicht? Nach Ihrer Einschätzung, werte SPD-Fraktion, würden wesentliche Teile des Bayerischen Integrationsgesetzes gegen die Verfassung verstoßen und seien nichtig. Wir haben ja hier schon einiges davon dazu gehört. Wir, und so geht es aus dem Urteil des VGA auch hervor, sehen die wesentlichen Kernbestandteile des Gesetzes eindeutig bestätigt. Und auf diese wollen und werden wir auch nicht verzichten. Denn die Strategie des Forderns und Förderns funktioniert pragmatisch, ideologiefrei und effizient. Denn Integration gelingt ja nicht ins Blaue hinein. Sie gelingt nur dann, wenn Ziele gesetzt werden, die auch Orientierung geben, wenn staatliche Unterstützung durch wertorientierte Bildung und Qualifizierung erfolgt und wenn Begegnung zwischen Einheimischen und Zugewanderten das Miteinander und Voneinanderlernen auch ermöglicht. Für uns macht der Begriff Leitkultur, den Sie zu einem Unwort verunglimpft haben, durchaus Sinn. Wenn ich beispielsweise als Integrationsbeauftragte unterwegs bin, in einem Integrationsprojekt, zum Beispiel beim Projekt Heroes, hospitiere und erlebe da, wie sich junge Muslime in Rollenspielen mit Gleichberechtigung, Homosexualität oder der Akzeptanz verschiedener Religionen auseinandersetzen, dann geht es nämlich nicht darum, dass junge Menschen manipuliert werden sollen. Nein, es geht um nichts Wertvolleres als die Vermittlung der Spielregeln in einer freiheitlichen Demokratie, wie wir ja eine sind. Zu unseren Leitzielen gehört im Übrigen auch, dass wir Rassismus und Antisemitismus ablehnen. Auch diese Themen spielen in diesen Veranstaltungen eine Rolle. Was spricht eigentlich dagegen, dass wir mit unsere Zugewanderten mit solch wichtigen Basics in unsere kulturelle Grundordnung einführen und deren Einhaltung auch einfordern? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Integration gelingt also am besten im Doppelpack, im Fordern und Fördern. Und das ist der Kernsatz auch dieses Gesetzes. Und wo lässt sich das am deutlichsten ablesen? In erster Linie am bayerischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Bayern ist hier unbestrittener Spitzenreiter im Bund, Frau Demirel. Wenn da so viele Vorurteile bestünden in unserem Land gegen Namen, ja, die nicht deutsch klingen, dann wären die alle arbeitslos, die vielen, die ich Ihnen jetzt gleich benenne. Das gemeinsame Maßnahmenpaket von Staatsregierung, Agentur für Arbeit und Bayerischer Wirtschaft hat sich bewährt in den letzten Jahren. Über 280.000 Geflüchtete konnten in einem relativ kurzen Zeitraum in Praktika, in Ausbildung und Arbeit untergebracht werden. Und auch, ich rede über die Umsetzung, lieber Herr Kollege Arnold, ja? Über 280.000 Geflüchtete konnten in einem kurzen Zeitraum integriert werden in Ausbildung und Arbeit. Und selbst wenn die Zeiten schwieriger werden, wird es hier weiterhin Unterstützung geben durch Ausbildungsakquisiteure, durch Jobbegleiter und auch durch die arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit. Die Erwerbstätigenquote von Menschen mit Migrationshintergrund liegt bei über 74% und ist die höchste im Bundesvergleich. Und seit 2015, das ist besonders erfreulich, hat sich die Zahl der sozialversicherte Beschäftigung, aus den 8 wichtigsten Asylherkunftsländern bis ins Frühjahr 2020 von knapp 18.000 auf über 59.000 erhöht. Interessanterweise deutet auch hier Corona kaum einen Abschwung an. Das ist auch wichtig und wertvoll. Und Bayern unternimmt im Übrigen weitaus mehr Anstrengungen, um Migrantinnen und Migranten zu unterstützen. Nicht nur der Arbeitsmarkt spielt hier eine Rolle. Die Sprachvermittlung von Kindesbeinen an ist die erste Stufe in einem Integrationsprozess. Der Vorkurs Deutsch ist ein Erfolgsmodell für frühkindliche Bildung und die verpflichtende frühe Sprachstandserhebung wurde ausdrücklich in Artikel 5 des Bayerischen Integrationsgesetzes neu geregelt und erweitert und kommt, liebe AfD, auch den einheimischen Kindern zugute. Mit eigenen Projekten zur Verzahnung von Sprache und Ehrenamt, durch Vorlese- und Lesepaten versuche auch ich hier Impulse zu setzen, denn die Sprachförderung kann nicht früh genug starten und Kinder tragen das Erlernte ja auch in ihre Familien. Mittlerweile haben 86 Landkreise und kreisfreie Städte das Angebot des Freistaates angenommen, eine Integrationslotsen.
eine Integrationslotsenstelle einzurichten, deren zentrale Bedeutung in der Vernetzung vom Haupt- und Ehrenamt liegt. Danke an die vielen, vielen Ehrenamtlichen, die hier auch tätig sind. Und dieser Erfolg, der Erfolg dieser Schnittstellen zeigt zwischen Haupt- und Ehrenamt, sich auch darin, dass wir die Integrationslotsen jetzt auch die Förderrichtlinie dazu für einen Bewilligungszeitraum auf 3 Jahre ausgeweitet haben. Das gibt Planungssicherheit für die Träger und auch die Beschäftigten. Und auch das Kümmern um den Spracherwerb an den Schulen wurde weitgehend verbessert. Ich nenne hier nur die Einrichtung von Sprachklassen, die Mittel für Drittkräfte und ein erweitertes Angebot an den Universitäten für Deutsch als Zweitsprache. Und unerwähnt möchte ich auch nicht lassen, dass uns die Pandemie auch im Bereich der Beschulung von Kindern in Gemeinschaftsunterkünften natürlich vor weitere Herausforderungen stellt. Und in dieser Sache sind wir auch tätig und möchten hier Verbesserungen angehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als eine wertvolle Begleitung von Migranten hat sich in den letzten Jahren das zielgruppenspezifische Beratungsangebot erwiesen. Es sind ca. 600 Flüchtlings- und Integrationsberater unterwegs und kümmern sich um Bleibeberechtigte, aber auch um die Asylbewerber. Und zum neuen Jahr wird die Förderung im Sinne der Träger durch die Staatsregierung hier auch nochmals um einen Festbetrag verbessert. Eine positive Entwicklung erkennen wir auch im Übrigen beim gewachsenen Austausch der Religionen. Dieser hat den Abbau von Vorurteilen beschleunigt und den Blick auf Gemeinsamkeiten gestärkt. Ein großes Dankeschön an die Konzeptersteller und Ausrichter der sehr handlungsorientierten Projekte wie Heimat erlangen, Rethink X Games und Heroes, die hier sehr, sehr nachhaltig angelegt sind. Fakt ist für mich, Migrantinnen und Migranten bewerten das Integrationsklima in Bayern positiv. Sie erleben weniger Diskriminierung und identifizieren sich stärker mit ihrem Wohnort als im übrigen Bundesgebiet. Woher stammt diese Feststellung? Nicht aus der CSU-Parteizentrale, sondern vom Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Demnach fühlen die befragten Migrantinnen und Migranten eine hohe emotionale Verbundenheit mit Bayern. Dies bestätigt doch den bayerischen Weg des Forderns und Förderns, den wir als Querschnittsaufgabe auch in allen Ressorts umsetzen. Interessant ist doch der Blick nach Berlin und nach Nordrhein-Westfalen. Das waren ja die ersten, die so ein eigenes Landesintegrationsgesetz beschlossen haben, nämlich 2010 und 2012 bereits. Und diese beiden Gesetze werden gerne in einschlägigen Medien als besonders migrationsfreundlich bezeichnet, während das unsere in den einschlägigen Medien stets sehr kritisch beleuchtet wird. Ja, warum? Weil diese Gesetze in Nordrhein-Westfalen und in Berlin in erster Linie auf die gleichberechtigte Teilhabe achten, zumindest schriftlich, ja, und diese in den Mittelpunkt stellen, während unser Gesetz vorrangig, lassen Sie mich doch einmal ausreden, während vorrangig auch bei uns, jetzt haben Sie mich durcheinander gebracht, während unser Gesetz vorrangig auch Erwartungen an die Zugewanderten formuliert, ja, wir wollen auch Teilhabe, Herr Arnold, genauso, aber wir wollen eben in erster Linie auch gleichzeitig dieses Einfordern von Erwartungen, die wir an die Migrantinnen, an die Zugewanderten haben. Und was in NRW und Berlin, und jetzt werden sie gleich wieder lostoben, dabei herausgekommen ist, davon kann sich jeder selbst ein Bild machen. Wir haben jedenfalls keine No-Go-Areas. Auch, und ich komme zum Schluss, auch wenn es die Opposition nicht wahrhaben will, die Menschen in Bayern haben durch das Zusammenwirken dieses Forderns und Förderns, durch das Vorleben von Leitkultur und Willkommenskultur eine spürbare Integrationskultur entstehen lassen. Und deshalb stehen wir weiterhin auch zu unserem bayerischen Integrationsgesetz. Vielen Dank.